Es klingt nicht so, als würde man über eine nasse Straße laufen, wenn ich ehrlich bin. Es klingt eher, als würde einer in so einer Blechdose mit Wasser patschen. Aber gut. Oh, das ist noch ein weiterer Orden. So, da haben wir auch ein Ortsschild, ne? Green Whale. Lake County Forest Preserves, glaube ich. Ja. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich endlich mal Bekanntschaft mit ein paar Dorfbewohnern machen. Und, ja, es ist ein ziemlich weiter Weg, wie man sieht. Und da links ist nochmal ein Orden, sehe ich gerade. Ich habe den nicht gesehen. Ich bin vorbeigelatscht. Glaub's ja nicht. Ja. Das ist wieder so ein Beweis dafür, man sieht beim Let's Play nicht alles. Aber jetzt beim Nachkommentieren sieht man einiges. Aber ich denke, das Spiel ist gnädig mit uns und beendet gleich diesen Lauf. Und holt uns, glaube ich, zum Auto hin. Jetzt habe ich verraten, dass ein Auto steht. Das tut mir leid. Ah, genau. Jetzt haben wir erstmal eben gemerkt, dass unsere Ausdaueranzeige war gerade voll. Unser Herz hat gepocht. Und dann, ja, muss man sich erstmal wieder regenerieren, bevor man weiterlaufen kann. Kennt man ja. Now you were very late. Emily Wyatt. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent, Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. He should be back soon. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? My car broke down, that's all. She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Don't want that, do we, Zach? Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. Okay, der Sheriff. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Could you tell me why the FBI is so interested in a small town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profile. Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. Really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here. Let's reassess the situation. There are no cavemen here,
We're as far forward as the Middle Ages, and we've just met the king. Ja, interessanter Einstieg, finde ich, in diese Geschichte. Ja, was soll man dazu sagen? Also der Sheriff möchte, dass wir uns aus dem Fall raushalten. Sehr interessant. Viel interessanter finde ich, dass wir als FBI-Agent nicht mal was dagegen haben und sagen, ja, okay, dann machen wir das halt so. So, das war also der Prolog. Und jetzt seht ihr halt so eine Endabrechnung. Das habe ich vorhin, glaube ich, schon gespoilert, ne? Tut mir leid. Ich wusste halt nicht, wie weit wir schon im Spiel sind. Ja, hier sehen wir halt, wie viele Tage wir schon gespielt haben, wie viele Gegner wir besiegt haben. Und, genau, jetzt kommen die erhaltenen Zahlungen. Wir kriegen Gehalt. Und, ja, erhaltene Zahlungen sind, glaube ich, die Zulagen praktisch für unsere ganzen Observierungen und so weiter. Ja, und so sieht es dann immer nach einem Kapitel aus, würde ich sagen. Das war das erste Level. Und im zweiten Level geht es da weiter. Genau, ja, Prolog abgeschlossen. Da starten wir auch dann gleich mit. Also wir werden auf jeden Fall noch ein Level zusammen spielen jetzt. Und ja, also ich finde ja die Story-Aufbau total interessant. Also ich mag das mit diesem, ja, ein FBI-Typ oder die Polizei muss halt irgendwie so einen Serienkiller verfolgen. Und genau darauf läuft es ja eigentlich auch hinaus. Und sowas mag ich ja auch. Ist halt nur die Frage, ja, steht das im Vordergrund oder machen wir was anderes? Previously during the investigation, these puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenville. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Der wichtigste Satz überhaupt. Mein Kaffee hat mich davor gewarnt. Okay. It's broken. I've been using that one for a long time. Why didn't you get it repaired? This TV is important to you, right? It's got some memories attached to it, sure. I used to watch movies on this thing with your grandma all the time. Grandma liked movies? Of course she did. Everyone loves movies, right? I love movies too. I've never been to a movie theater though. Ja. Oh, wir haben wieder unser, ja, wie nennen wir das denn? Unser Hub, ne? Also praktisch, ja, unseren Ruhepunkt vorm Levelbeginn. Eine weitere Sammelkarte. Die Sammelkarte füge ich den Album hinzu. Isaac. Jo, das scheint einer von diesen beiden Jungen zu sein. Wahrscheinlich sind wir das doch nicht. Oder ist Isaac praktisch die lange Form von Zack? Wobei Zack ja eigentlich für Zacharias steht, ne? Bin ich der Meinung. Also, wir werden es rausfinden. Ich habe ja gedacht, dass wir dieser eine Engel sind und Zack vielleicht der andere. Und wir haben jetzt gerade einen gezuckerten Donut gefunden. Wieder was zu essen. Da gibt es anscheinend nichts. Das auch nichts. Ja, ich glaube, dann sind wir hier schon wieder durch und können ins nächste Level starten, indem wir durch die Tür gehen. Ich vermute ja immer noch, dass praktisch dieser alte Mann, der mit dem, der dem Mädel da Geschichten erzählt, dass wir das sind. Zack und Alt. Zack, sag ich schon. Francis und Alt. Und das hat auch schon wieder ein bisschen was Silent Hilliges, finde ich. Ne? Diese Rottöne. Ein langer Gang. Tür am Ende. Und irgendwas passiert. Okay, wir müssen unseren Atem anhalten mit R2.
Müssen wir auch die ganze Zeit gedrückt halten, steht ja auch da oben. Und dadurch können wir wohl an denen vorbeischleichen. Sehr interessant irgendwie, dass das hilft. Ich finde die Geräusche voll widerlich. Es ist schon ein bisschen abartig irgendwie. Aber auch wieder stumpf. Worten kann er anscheinend nicht, ne? Okay, und er öffnet uns die nächste Tür. Und wir nehmen das so hin und das war's. Ja, was sind das eigentlich? Sind das Wahnvorstellungen, die wir immer haben? Oder keine Ahnung, Dose mit eingemacht mal wieder. Ich hoffe, wir erfahren irgendwann noch mehr über diese ganzen Szenen, die wir so zwischendurch erleben und diesen Hub an sich. So nenne ich ihn mal. Wir liegen anscheinend im Bett. Okay. Dann war das auf jeden Fall ein Traum, okay. Also anscheinend erleben wir das in unseren Träumen, diese Szenen. Und trotzdem werden wir uns wahrscheinlich ja vorbereiten. Also wahrscheinlich bereiten wir uns im Traum auf den nächsten Tag vor. Deswegen sind wir immer in diesem Hub. So würde ich es mir jetzt erstmal erklären. Schauen wir mal. Bisschen verschlafen. Zack, the symbolism in my dreams continues to intensify. A forest of red trees. A carpet with red leaves. A strange doll. And twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Mm-hmm. Okay, also er scheint... Well, it'll probably come back to me eventually. Ja. For now, we need coffee. Ein guter Auftrag. Ja, es scheint ja zu sein, dass wir diesen Jungen wirklich kennen. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. There's a proper procedure for everything, right, Zach? So, also wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Auftrag. Und hier können wir unsere Klamotten wechseln, genau. Meine andere Kleidung ist hier drin. Es kostet, glaube ich, Geld, das freizuschalten, aber ich habe mir das einfach mal gegönnt, denke ich. Oder, ja, da. Da steht es auch. $1,245. Aber egal für jeden. Oder, was bedeutet das? Also, ich habe erst gedacht, dass wir das Geld, der Geschäftsmannsanzug ist das, ja, Kleider wechseln. Oder das, vielleicht kostet das Wechsel an sich Geld. Oder ist das ist einfach nur der Geldbestand, den wir aktuell haben wahrscheinlich. Vielleicht kostet es auch gar kein Geld. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich jetzt mal diesen Anzug angelehnt. Und das geht auch ohne Ladezeiten, Tatsache. Auf einmal haben wir den Anzug an mit der grünen Krawatte. Ich fand ihn eigentlich ganz cool. So, da können wir uns wieder schlafen legen. Da könnten wir speichern. Das habe ich, glaube ich, erstmal verschoben, weil ist ja eh gerade ein neuer Levelbeginn. Und das Bild da mit dem Mais ist ein bisschen verstörend irgendwie. Fernsehen. Hier ist nichts Interessantes. Okay. Ja, lassen wir den mal an. Da haben wir noch ein Bild. Da sagt er, glaube ich, nichts zu. Genau, hier ist wieder unser Koffer. Ja, da sind wir wieder in unserem Menü. Ich habe gedacht, vielleicht können wir mal gucken. Ah, da die Liste. Okay, ein Stahlrohr haben wir noch und zwei Verbandskästen. Jo, das haben wir eingesammelt. Diese Sounds. Ja, wir können natürlich auch jederzeit neue Gegenstände reinpacken oder rausnehmen. Aber aktuell brauchen wir ja nichts. So, dann schauen wir uns mal in unserem Hotelzimmer um. Badezimmer. Und da können wir uns rasieren. Hm.
Nicht übel. Also, er hat in den Spiegel geguckt, ja. Ja. Ich habe noch nicht rausgefunden, was das soll. Also, es gibt tatsächlich an mehreren Stellen des Spiels Spiegel, bei denen wir uns rasieren können. Es gibt, glaube ich, wieder Punkte, ne? Da. Zulage für Rasuren. $12. Ich weiß nicht, was das soll. Eine Dusche könnte uns helfen, unsere Gedanken zu ordnen, Zack. Ja, aber er will anscheinend nicht. Also ich kann es nur observieren, aber nicht benutzen. So, und dann haben wir hier noch was. Tada. Ja, Toilette. Also ein kleiner Extraraum fürs Klo. Aber da ist anscheinend auch nichts mehr. So. Übrigens, falls ihr gerade aktuell auch so ein Brumm im Hintergrund hören solltet, das kommt tatsächlich nicht von meinem Mikro oder so, sondern das ist in der Spielaufnahme gewesen. Also nicht irgendwie wundern, dass ich da Störgeräusche habe, also keine Ahnung. Das, weil ich merke das jetzt ja auch gerade beim Nachsynchronisieren, das Brumm ist trotzdem da. Also es liegt tatsächlich an der Videodatei. Ist aber nicht die ganze Zeit da, so viel kann ich sagen. Vielleicht hört ihr es auch gar nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, was in euren Kommentaren steht. Ja, also ziemlich großes Hotel und ja, gehen wir mal zur Lobby, habe ich gedacht. Vielleicht treffen wir mal irgendjemanden an hier. Da leuchtet auf jeden Fall irgendwas. Wetter überprüfen. Okay. Heute ist ein schöner, klarer Tag. Ideal zum Spazierengehen. Aha. Da liegt was. Willst du das öffnen? Aha. Die Mikrowelle. Ein Ei ist drin. Super. Das kommt in den Kasten. Wir haben ein Ei eingesammelt. Super. Können wir uns ein Omelette machen. Na gut, das ist ein Ei ein bisschen wenig. Jo. Hier ist anscheinend nichts mehr. Das ist die Rezeption, dachte ich mir schon. Jo. Wir wollten ja Kaffee suchen, heißt es. Das heißt, da sieht es so ein bisschen nach Essbereich aus. Da gehen wir mal hin. Observieren. Auf der Speisekarte stehen teuer klingende Gerichte, die mich aber nicht reizen. Ich ziehe Junkfood und Kaffee vor, nicht wahr, Zack? Ja, ich eigentlich auch. Also Kaffee nicht, aber Junkfood ja. Kaffee mit Milch. Okay, das kommt in den Kasten. Also das ist wohl nicht der Kaffee, den wir uns jetzt gewünscht haben. Das ist so ein Coffee to go, sag ich jetzt einfach mal. Aber wir nähern uns unserem Ziel, wie es aussieht. Und ich habe gedacht, bevor wir uns jetzt hier alle Türen angucken, ich glaube, das geht auch gar nicht. Wir kommen gar nicht in die ganzen Räume rein. Gehen wir einfach mal in die richtige Richtung. Hier könnten wir doch mal speichern. Habe ich aber dann auch nicht gemacht. Hier, genau. Hier gibt es das erste Mal so Süßigkeitenautomaten oder sowas. Mehrere Lebensmittel, aber nicht meine Lieblingssachen. Okay. Und dann habe ich auch nichts gekauft. Wahrscheinlich geht das, aber habe ich jetzt erstmal nicht getan. So ein Militärteppich. Ach, die altbekannte Musik. Oh, da ist jemand. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Polly Oxford. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Die ist ziemlich gruselig, ne? Oh Gott. Is everything all right, Mr. Morgan? Oh, ist das stumpf. Yes. Bewundern. It's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper.
I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice.